Szenarien, das ist nicht das, was wir verbreiten wollen, aber dass es an allen Ecken, Enden brennt, das weiß man schon. Was wäre zum Beispiel, wenn sich der Terror in Europa weiter ausweitet? Aber auch, was wäre, wenn sich der Konflikt zwischen der Türkei und Russland weiter verschärft? Welche Folgen könnte das haben? Oder was wäre, wenn die Republikaner in den USA die Präsidentschaftswahlen gewinnen und alle Maßnahmen zum Klimaschutz zurücknehmen? Sollte das alles so kommen, dann könnte einem doch Angst und Bange werden. Nein, Angst ist kein guter Ratgeber. Wir wollen gleich mit jemandem sprechen, der viel über das Leben weiß, der viele Bücher geschrieben hat und auch darüber Auskunft geben kann, was die Welt im Innersten zusammenhält, mit dem Benediktinerpater und Bestsellerautoren Anselm Grün. Wir sind Anke Schäfer und Christopher Ricke. Schön, Schön, dass dass Sie Sie dabei dabei sind. sind. Deutschland steht solidarisch zu Frankreich und hilft beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Das ist die eine Lesart. Ja, kann man auch anders lesen. Deutschland begibt sich in ein militärisches Abenteuer, ohne zu wissen, wie man da wieder rauskommt und provoziert vielleicht sogar Anschläge hier im Land. Der Bundestag hat heute im Eilverfahren zugestimmt, dass einige der funktionsfähigen Tornados der Bundeswehr im Nahen Osten eingesetzt werden, dazu 1200 Soldaten. 445 Abgeordnete waren dafür und 146 dagegen. Also etwa 75% dafür, nur 25 dagegen, obwohl diese 25 sind natürlich mehr, als die Opposition insgesamt zu bieten hat. Es gibt Gründe für den Einsatz. Das sagt zum Beispiel Norbert Röttgen, ein Außenpolitiker der CDU.
Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, dass wir auf den Irak einwirken müssen, dass es endlich zu einer wirklichen Beteiligung von Sunniten und Kurden an der Macht kommt, damit die Sunniten nicht mehr am Ende doch mehr ISIS vertrauen als der Regierung in Bagdad. Wir wissen, dass wir mit der Türkei reden müssen, dass sie sich der Priorität ISIS bekämpfen anschließt und nicht an erster Stelle das Kurdenproblem sieht. Wir wissen, dass wir mit Russland kooperieren müssen, weil sie ein Machtfaktor dort sind und, und. Wir wissen das alles. Worum es geht, ist, dass wir es endlich tun. Wenn dieses Tun aber Bundeswehreinsatz heiße, dann sei das falsch, sagt Sarah Wagenknecht von den Linken. Wenn Sie hier sagen, Sie haben sich das so gar nicht leicht gemacht und Sie haben drüber nachgedacht und wir, wenn wir Nein sagen, wir hätten nur keinen Plan, wie man es anders machen kann. Doch, es gibt einen anderen Plan. Es gibt nur einen anderen Plan. Krieg macht alles nur noch schlimmer. Sie bekämpfen den IS dadurch nicht. Sie werden ihn stärken mit diesem Einsatz. Krieg macht alles schlimmer oder Krieg als Ultima Ratio, als letztes Mittel. Im Kampf gegen den Terror. Terror gibt es überall, Tunesien, USA, Frankreich und es wird, so kann man es ja wirklich beschreiben, immer schlimmer. Die Türken schießen ein russisches Flugzeug ab, Russland droht, der russische Präsident Putin beleidigt die Moslems, die Türken provozieren zurück, der Ukraine-Konflikt brodelt weiter, in Afrika schlachten Milizen die Zivilbevölkerung ab, Gewalt, Not und Elend. Man könnte diese Liste wahrscheinlich ewig weiterführen und immer wieder fällt einem dann dieses Sprichwort ein, der Mensch ist des Menschen Wolf, homo homini lupus est. Gott sei Dank gibt es aber seit der Jahrtausenden auch den Propheten Jesaja. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Aber so weit sind wir noch nicht. Noch ist die Welt so, wie sie ist und wir fragen uns, was können wir tun? Wie können wir vielleicht mit ein bisschen Kraft und Zuversicht doch die Welt ein bisschen besser machen? Wir sprechen mit Anselm Grün. Der Benediktinerpater ist einer der meistgelesenen deutschen Gegenwartsautoren. Seine Bücher werden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Grüß Gott, Pater Anselm. Grüß Gott. Wenn man die Brandherde so aufzählt, wie Christopher Ricke das eben getan hat, dann kann einem schon Angst und Bange werden. Aber Angst ist eigentlich ja wirklich kein guter Ratgeber. Was kann man tun? Was ist besser als Angst? Auf der einen Seite soll man die Situation realistisch einschätzen, wie sie ist, aber auf der anderen Seite ist für mich immer wieder wichtig die Hoffnung, die christliche Grundtugend ist die Hoffnung und gerade die prophetischen Texte, die Sie angesprochen haben, wollen uns zeigen, die Welt, wie sie ist, ist nur ein Teil, aber in dieser Welt steckt auch ein Hoffnungspotenzial und daran sollten wir glauben und wenn wir persönlich daran glauben, dann geht von uns auch eine positive Energie aus. Aber es gibt die Frage, die immer wieder auftaucht, was kann ich wirklich selber tun? Hilft es denn was, wenn ich zum Beispiel dem Bettler in der S-Bahn 2 Euro gebe, wo doch die wirklichen Probleme vielleicht gerade in Aleppo sind? Ja, das ist natürlich nur ein kleiner Aspekt. Ich denke, wichtig ist die innere Einstellung zu den Menschen, auch zu denen, die Gewalt ausüben. Da merken wir, dass die christliche Feindesliebe gerade heute moderner wäre als je zuvor. Weil Gewalt kann nicht mit Gewalt allein überwunden werden, sondern nur mit einer anderen inneren Haltung. Und das wirkt nicht sofort, aber wir dürfen vertrauen, dass die Bewusstseinsänderung sich auch dann in der Politik auswirken kann. Bewusstseinsänderung, sagen Sie. Sie haben gesagt, wenn man selber hofft und glaubt, dann hat man eine andere Ausstrahlung. Heißt das, wenn man sich also in jedem Moment dessen bewusst ist, was man fühlt, wenn man zum Beispiel diese Hoffnung immer wieder im Moment in sich tatsächlich kultiviert, sage ich mal, kann das dann wirklich helfen, wenn die Welt außenrum so aus den Fugen ist? Es ist natürlich nur ein Weg. Der andere Weg ist natürlich auch das Handeln. Aber das Handeln von uns normalen Bürgern ist natürlich begrenzt. Wir können ja nicht die ganze Welt verändern. Wir müssen natürlich dann auch schauen, wie wir politisch tätig werden und was da die Lösungen sind. Das ist schon auch genauso wichtig. Aber wir dürfen uns nicht lähmen lassen und von Terror und von Krieg, sondern müssen trotzdem hoffen, dass Friede möglich ist. Krieg hat ja immer auch mit Angst zu tun, mit Angst vor dem Feind, mit Angst vor dem Fremden, mit Angst ausgenutzt zu werden. Und wenn wir da die andere innere Haltung haben, glaube ich schon, dass es eine Auswirkung hat. Also, hat das auch Einfluss auf die Politik womöglich? Ich denke schon. Aber wie? Man denkt, man ist so ein kleiner Mensch und die Politik so groß.
In der Politik hat sich ja auch gezeigt, zum Beispiel beim Mauerfall, wenn Menschen Hoffnung haben und zusammenstehen, dass dann auf einmal auch so eine Macht wie die DDR zusammenbricht. Und diese Hoffnung habe ich schon. Natürlich ist das nur eine Wirkung, die man nicht sofort nachmessen kann. Aber ich glaube, dass die Bewusstseinsveränderung auf Dauer doch auch Veränderung in der konkreten Welt bewirkt. Wenn wir darüber sprechen, wie man die Welt so ein bisschen besser machen kann, dann kommt man ja sehr schnell bei den Religionen als Quell des Rats heraus, beim Papst zum Beispiel oder beim Dalai Lama, vielleicht auch bei Zen-Meistern. Aber leider berufen sich ja auch die meisten Terroristen in irgendeiner Art und Weise auf ihre Religion. Ist Religion nicht auch Teil des Problems? Klar, eine Religion kann natürlich immer auch verfälscht werden und vor allem jeder Mensch hat in sich Glauben und Unglauben und es wäre wichtig, auch den Unglauben in sich zu akzeptieren und zu umarmen. Sonst muss ich den Unglauben nach außen leben und die Terroristen leben ihn nach außen. Die lassen werden verunsichert durch die Andersgläubigen und müssen das dann töten. Das hat mit Glauben nichts zu tun, sondern nur mit Angst und natürlich auch mit einer Missbrauch der Religion, um sich über andere zu stellen, um sich unangreifbar zu machen. Oder psychologisch würde man sagen, die Flucht in die Grandiosität, weil das Leben so mickrig ist. Und es sind ja oft Menschen, die eben nicht keinen Erfolg haben, nicht anerkannt sind. Die missbrauchen dann die Religion, um sich über alle anderen zu stellen. Nun ist heute der Tag, an dem der Bundestag beschließt, deutsche Soldaten zu schicken in den Kampf gegen den Terror nach Syrien. Was ist das für Sie für ein Tag? Wie gucken Sie auf diese Entscheidung? Persönlich glaube ich nicht, dass das eine gute Entscheidung ist, denn mit Bomben allein kann man den Terror nicht besiegen, sondern natürlich soll man Kraft und Macht hinhalten, aber man muss genau einschätzen, viele Bomben erzeugen neuen Hass und wir müssen irgendwo versuchen, diesen Hass zu überwinden und natürlich in Syrien politische Verhältnisse zu schaffen, die für alle Menschen erträglich sind. Und mit Gewalt allein, glaube ich, kann man es nicht schaffen. Aber was ist die Alternative? Mit Beten alleine werden wir es auch nicht schaffen. Nein, mit Beten allein auch nicht. Also Kraft braucht es auf jeden Fall. Also aber die Frage der Klugheit, wie kann diese Kraft so eingesetzt werden, dass wirklich die ISIS besiegt wird und nicht wieder die Bevölkerung? Ich habe dafür auch keine Lösung. Also insofern bin ich natürlich auch zwiespältig. Auf der einen Seite sollte man reagieren, auch mit Kraft reagieren. Aber die Frage, was ist klug? Ich möchte auch nicht in der Haut der Politiker stecken. Also ich möchte sie nicht beurteilen, weil es ist sicher eine schwere Entscheidung. Was ist wirklich, was hilft, dass man reagieren muss auf den Terror, das ist ganz klar. Und auch mit, nicht nur mit Beten, das ist auch klar, sondern Beten verwandelt die innere Haltung, aber dann braucht es auch eine kraftvolle Reaktion, weil das Böse lässt sich nicht nur durch Beten überwinden, sondern es braucht auch eine Grenze, die man setzen muss. Der Benediktiner Pater Anselm Grün. Vielen Dank, Pater Anselm. Ja, bitte. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dieses Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Live konnte Pater Anselm nicht. Es ist gerade die Zeit der Mittagshore. Studio 9 hören Sie. Rocky Rotolato ist das hier mit Box Cutter.